Hallo. Ich mache dieses Video, weil ich gerade nicht weiter weiß. Und ich möchte gerne gerade nichts darstellen und nichts produzieren müssen. Ich würde gerne einfach sein und teilen, was mein Herz so bewegt. Und ich merke, dass ich zurzeit an vielen Stellen nicht weiter weiß. Ich merke, dass ich die Liebe zu meiner Arbeit irgendwo verloren habe. Ich weiß, dass es meine Berufung ist, also dass ich dazu berufen werde, wurde und oder berufen bin und dass ich da auch nicht weg von komme. Aber irgendwas muss sich verändern oder soll sich verändern, so, weil irgendwie hat sich was in die falsche Richtung entwickelt. Und ich fühle mich unzulänglich. Ich habe das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ich merke, wie ich mich immer wieder vergleiche. Schlechter abschneide als der andere, die andere. Und ich weiß, dass mir das nicht gut tut. Und ich bin gerade so auf der Suche danach, wie kann ich im Kontakt mit jemand anderem bei mir selbst bleiben und irgendwie bin ich gerade an so einen Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, dass ich immer irgendwas leisten muss, damit der Moment okay ist. Und ich möchte gerne den Mut haben, nichts zu machen. Wie ich eingangs gesagt habe, nicht irgendwen irgendwas darstellen zu müssen. Ich habe ja angefangen mit diesen Videos und mir fällt es total schwer, da irgendwie meine Meinung rauszubringen. Ich habe so das Gefühl, so mein Mund ist verschlossen und ich habe total Angst, verurteilt zu werden für das, was ich mache. Oder für meine Meinung, oder zum Teil weiß ich die gar nicht. Merke, ja, dieses Darstellen, das ist irgendwie
Angst, verletzlich zu sein und irgendwie dann zu oft verletzlich zu sein und zu oft zuzugeben, dass ich gerade nicht weiter weiß und dass es mir gerade nicht gut geht und dass ich irgendwie gerade hadere mit allem möglichen vielen. Und dass die Menschen dann weggehen, wenn ich zu schwierig bin. Wenn ich nicht immer happy bin und ich habe beobachtet, dass ich immer wieder Sachen tue, um geliebt zu werden. Und ich merke aber, dass es total anstrengend ist und möchte irgendwie von Menschen umgeben sein, wo ich nicht so sein muss. Und ich finde es aber ganz schön schwer, diesen Mut dafür aufzubringen und gerade wenn ich mich verletzlich fühle und dem anderen geht's gut, mich für ihn zu freuen und trotzdem bei mir zu bleiben. Ja, wenn zwei so starke Pole aufeinandertreffen, wenn zwei Pole so aufeinandertreffen, wo es bei dem einen gerade total nach außen im Flow geht und ich gerade hadere. Ich nicht weiß, wie es weitergehen soll, was in der Zukunft so, wo so mein Ziel ist. Warum lebe ich sozusagen überhaupt? Was ist diesen Luxus, ne, diese Frage sich überhaupt zu stellen, so diesen Raum zu haben und warum mache ich das? Ich kämpfe und ringe. Und worum ringe ich? Eigentlich wünsche ich, dass es mir immer gut geht. Das ist immer wieder der Punkt. Ich weiß, ja, man. Dieses Beobachten von außen und trotzdem bin ich dann aber auch immer wieder verzweifelt. Ich beobachte mich jetzt lächeln dabei. Gerade merke ich, wie es mir gut tut, das einfach zu sprechen und immer wieder zwischendurch kommt die Stimme im Kopf. Du hast schon längst abgeschalten. Das Video schon längst abgeschalten. Genieße das
vom Rauschen des Meeres. Ich war auch gerade baden und es ist so schön, wie mich das Meer empfängt und das sind so die Momente des Tages, die mich so stärken und auch das Trommeln bringt mich in einen anderen Raum. Da bin ich gut bei mir. Ich suche nach dem Sinn und ich will, dass alles Sinn macht. Ich will mich irgendwo festhalten dran. Wo finde ich den Halt in mir? Ja, ich würde gern mit Freude das tun, was ich tue. Und ich bin gespannt, wo die Lösung auftaucht aus mir, wie sie mir begegnet. Darauf freue ich mich. Ich bin mir ganz sicher, dass die Freude wieder auftauchen wird. Bin ich halt sehr im Moment und kann mich einfach von Moment zu Moment retten oder leben. Das ist eine ganz, ja, auch eine schöne Achtsamkeitsübung. Dieses, wenn ich nicht weiter weiß, dann kann ich im Moment, weil ich dann nicht irgendwo hin will und einen Weg habe, sondern ich das jetzt in ihrer Weite, in seiner Weite erfahren kann. Das ist nur ganz schön schwer auszuhalten, aber ich möchte es. Mir bleibt gerade gar nichts anderes übrig. Weil an dem anderen verzweifle ich. Da ist gerade nichts.